Moin und herzlich willkommen zu diesem Neuzugänge-Video. Ich bin aus meiner kleinen Pause zurück und freue mich jetzt wieder regelmäßig Videos drehen zu können und auch wieder mehr lesen zu können, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und ich dachte, so zu einem Neueinstieg wäre ein Neuzugänge-Video doch genau das Richtige. Ich möchte euch in diesem Video meine Neuzugänge aus dem Mai und Juni 2019 vorstellen. Das sind 8 Bücher, die bei mir eingezogen sind, 4 jeweils im Mai und 4 im Juni. Und dann fangen wir auch einfach mal an mit den Mai-Neuzugängen. Und zwar ist das ein Rezensionsexemplar vom Festa Verlag, mittlerweile mein zweites Festa-Buch. Zu dem ersten Festa-Horrorroman habe ich euch ja eine Rezension abgedreht. Und ich habe auch gesehen, dass Festa nicht nur modernen Horror verlegt, sondern auch Klassiker. Und das finde ich richtig klasse, denn ich bin ja ein großer Fan von klassischen und subtilen Horror. Und von Shirley Jackson habe ich schon einiges gehört von anderen Booktubern und war schon damals sehr, sehr neugierig. Aber da ist man an die Bücher sehr, sehr schwer rangekommen, an die alten Auflagen. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass ja, der Festa Verlag diese Bücher neu auflegt. Diese Bücher, sage ich, weil zum einen Wir haben schon immer im Schloss gelebt, was ich hier in den Händen halte, erschienen ist, aber zum anderen auch Spuk im Hill House, auch von Shirley Jackson. Dazu gibt es ja eine Netflix-Serie, die ich auch schon gesehen habe und die mir sehr gut gefallen hat und ich deswegen auch durchaus neugierig auf das Buch bin. Ich habe allerdings gehört, dass das Buch gar nicht so viel mit der Verfilmung, mit der Serie zu tun hat. Ich habe mich jetzt aber erstmal für Wir haben schon immer im Schloss gelebt entschieden, weil mir die Materie noch gar nicht bekannt ist. Und ja, ich lese es gerade, bin jetzt auf Seite 90 in etwa und mir gefällt es schon sehr, sehr gut. Es ist nicht wie alle Klassiker oder wie man oft von Klassikern denkt, schwer zu lesen, sondern sehr leicht. Und trotzdem finde ich, hat es eine sehr, sehr besondere Sprache. Und wir treffen hier auf eine Familie, nämlich auf die Blackwoods, die in einem Anwesen etwas abseits von einem Dorf leben. Und die sind ja sehr, sehr seltsam, sage ich einfach mal. Alle haben so ihre seltsamen und geheimnisvollen Charakterzüge. Und sie scheinen auch sehr ausgemerzt zu sein, denn von den Blackwoods sind nur noch 3 Familienmitglieder übrig. Zum einen haben wir da Mary Cat oder auch Mary Catherine, die halt unsere Protagonistin darstellt und uns auch aus der Ich-Perspektive ihre Geschichte hier erzählt. Dann ist da noch ihre Schwester und noch ihr Onkel Julian. Und alle anderen sind auf mysteriöse Art und Weise verschwunden, jedenfalls für die Leser mysteriös, weil wir das erst nach und nach erzählen, was da passiert ist. Irgendein unheilvolles Ereignis ist passiert. Und gleichzeitig erfahren wir auch, dass im Dorf die Blackwoods nicht gerne gesehen werden, dass man sie sogar hasst und meidet. Genauso meiden es die Blackwoods, in das Dorf zu gehen. Am liebsten bleiben sie in ihr Anwesen. Eigentlich geht auch nur Mary Cat in das Dorf, um mal einzukaufen oder neue Bücher aus der Bibliothek auszuleihen. Und die anderen beiden Familienmitglieder verlassen das Anwesen eigentlich gar nicht mehr. Sie sind da eigentlich aber auch sehr, sehr glücklich. Und ja, wir lernen einfach eigentlich erstmal nur den Alltag in dieser Familie kennen und manchmal eben auch so ein bisschen Rückblicke in die Vergangenheit. Was genau das Geheimnis dahinter ist, ich habe schon einiges erfahren dürfen, aber noch nicht alles und habe noch einige Fragezeichen im Kopf und deswegen macht es das Ganze auch spannend. Man hat unterschwellig irgendwie schon das Gefühl, dass da irgendwas passiert ist und weiß auch nicht, wer da die Wahrheit sagt und wer nicht. Also mir gefällt es sehr, sehr gut bisher. Es ist aber noch alles offen. Also ich bin ja erst auf Seite 90. Es hat aber auch nur 250 Seiten. Also ich werde das wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann auch zu Ende gelesen haben.
und werde euch dann natürlich in einer Rezension dazu berichten. Dann wollte ich euch noch kurz zeigen, wie das Buch bei mir angekommen ist. Ich habe das ja als Rezensionsexemplar bekommen vom Fester Verlag und das war so niedlich eingepackt, also mit schwarzem Seidenpapier drumherum. Dann habe ich hier so ein kleines Überraschungssäckle bekommen mit einer kleinen Duftkerze, mit einem Tee, mit einem Lolli und kleinen Bonchis. Also das fand ich schon sehr niedlich. Dann waren da so ein paar Goodies dabei, Fester Aufkleber, ein Lesezeichen. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, ist, dass das Buch gestempelt ist und mit Litera versehen wurde. Also so eine Art Signatur ist da auch drin. Ein bisschen personalisiert, könnte man sagen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ja, zum nächsten Buch, was ich selbst gekauft habe, nämlich ein Buch, was ich euch in meinen Neuheiten, Fantasy-Neuheiten für das erste Halbjahr 2019 vorgestellt habe. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich fast alle Neuheiten, die ich da vorgestellt habe, auch tatsächlich mir zugelegt habe. Und das ist auf jeden Fall eine gute Quote. Und zwar habe ich mir gekauft Tief im Wald von Peter Nell van Asdale, wenn ich sie so richtig ausspreche. Ich finde das Cover wunderschön, diese mystischen Farben, dieses Türkis und dann dieses ja fast schon pinke Blätter. Und wir haben dann halt hier einen Baumstumpf, der dann erwächst zu einer Frau. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und hier werde ich einfach mal den Klappentext vorlesen, denn ich finde, der spricht sehr gut für sich. Sie kommen, wenn es dunkel ist. Alice ist 7, als die Seelenesserinnen zum ersten Mal in ihr Dorf kommen. Am nächsten Morgen sind alle Erwachsenen tot. Alice und die anderen Kinder müssen fortan im Nachbardorf leben, wo die Menschen strenggläubig sind und sich vor dem Biest fürchten, das tief im Wald lebt. Doch das Biest ist nicht das, was es zu sein scheint. Ebenso wenig wie Alice. Je älter sie wird, desto stärker spürt sie, dass sie mit den Seelenesserinnen verbunden ist. Als es erneut Tote gibt, macht sich die junge Frau auf den gefährlichen Weg in den tiefen Wald. Ja, ich mag sehr gerne, wenn der Schauplatz ein Wald ist, der so ein bisschen mystisch und ein bisschen verzaubert ist, dann hört es sich auch ganz cool an, dass Alice ja scheinbar oder Alice auf der Seite der Bösen auch oder mit der Seite der Bösen verbunden ist, der vermeintlich Bösen. Da steckt sicherlich noch irgendwas anderes hinter. Ich hoffe nur, dass es hier jetzt nicht in eine Liebesgeschichte abdriftet, weil irgendjemand, ich glaube, das war Julia vom Kanal Leseritter, die hatte das so vermutet, dass das eher so in diese romantische Richtung geht. Und da rechne ich eigentlich gar nicht mit. Das wäre sehr, sehr schade, wenn jetzt hinter dem Biest zum Beispiel irgendwie sich ein Love Interest irgendwie verbirgt. Nee, das möchte ich nicht. Was mir hier aufgefallen ist, dass das riesig geschrieben ist, also dass die Schrift, ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen, unglaublich groß ist. Besonders dick ist es auch nicht. Es hat 370 Seiten, also ich glaube, dass man das sehr, sehr schnell weglesen kann. Ob das jetzt der erste Teil einer Reihe ist, ich vermute und hoffe einfach mal nicht. Aber da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil ich den Schauplatz als Wald wirklich mag und auch das mit den Seelenfresserinnen. Das klingt so ein bisschen nach düsterer Fantasy, was ich natürlich sehr gerne mag. Ja, das nächste Buch ist ebenfalls selbst gekauft. Und zwar habe ich mich ganz spontan einer Leserunde angeschlossen. Und zwar zu diesem Buch hier, Die Spiegelreisende 1, Die Verlobten des Winters von Christelle Dabot. Und auch dieses Buch habe ich euch in den Neuheiten-Video für das erste Halbjahr 2019 vorgestellt, weil es einfach nach etwas ganz Besonderem geklungen hat, etwas sehr Originellen, was es schlussendlich auch ist, denn ich habe dieses Buch schon gelesen mit dieser Leserunde. Mal gucken, ob ich sie alle zusammenkriege. Das war mit der lieben Ruth von Zwischen 1000 Zeilen, das war mit der lieben Claudia von Beauty Butterflies, mit der lieben Kali von Kalis Books, mit der lieben Sarah von Alice im Bücherland, mit der lieben Sarah von Sarah Sophie. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn ja, ist das nicht böswillig geschehen. Es ist eine relativ große
Leserunde, weswegen ich mich auch wirklich freue, dass sie mich dennoch noch aufgenommen haben, weil ich habe es nämlich in einem Video von der lieben Ruth gesehen, dass sie das vorhaben zu lesen und es war sowieso schon auf meiner Wunschliste gelandet. Und ja, dann dachte ich, schließe ich mich spontan an, wenn sie mich aufnehmen. Das haben sie getan und es hat wirklich Spaß gemacht, mich mit den Mädels auszutauschen. Und weil es wirklich auch was Besonderes war. Wie genau es mir gefallen hat, werde ich dann nochmal im Lesemonat erzählen. Hier nur kurz zum Inhalt. Spielt in einer Welt, in der unsere Welt auseinandergebrochen ist. Und es gibt halt einzelne Stücke der Erde, die immer noch um den Kern schweben. Aber sie sind halt nicht mehr miteinander verbunden und diese einzelnen Bruchstücke nennen sich Archen und auf jeder Arche oder auf den größten Archen leben auch immer noch Menschen. Und wir lernen Ophelia kennen, die eben auf einer Arche lebt und sie ist ja eine Spiegelreisende. Das bedeutet, sie kann durch Spiegel reisen und sie ist eine Leserin, sie kann Dinge anfassen und dann deren Geschichte lesen von den Gegenständen und die Gefühle der Leute, die sie eben angefasst haben. Und alleine diese Fähigkeiten finde ich schon sehr, sehr besonders. Und auch ist sie ein bisschen ja speziell. Sie ist nicht so gern unter Menschen, ist lieber in an ihrem Arbeitsplatz, was eben ein Museum ist, wo sie die Dinge liest. Und sie soll jetzt aber verheiratet werden. Und zwar an einen Mann von einer anderen Arche, und zwar vom Pol. Und scheinbar ist das irgendwie eine politische Ehe. Sie weiß aber nicht, warum diese Ehe geschlossen wurde. Sie macht sich jetzt auf zu dem Pol und lernt den Mann kennen, welcher sehr, sehr ungehobelt, unwirsch und ja, wirklich sehr, sehr unfreundlich zu ihr ist. Und ja, die beiden können sich nicht leiden oder haben eigentlich nichts gemeinsam. Und ja, sie kommt da an den Pol an einer Himmelsburg und da geht es zu mit vielen Intrigen, mit sehr skurrilen Figuren und sehr, sehr feindseligen und gefährlichen Intrigen. Ja, und was sie alles so erlebt, das müsst ihr dann hier selber lesen. Es sind sehr, sehr viele originelle Ideen hier drin und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil das ja nun mal kein Lesemonat ist. Aber ich bin zwiegespalten, das kann ich sagen, ob ich mit dieser Reihe weitermache. Ja, aber die Begründung bekommt ihr dann im Lesemonat, weil das würde jetzt hier einfach zu sehr den Rahmen sprengen. Das nächste Buch ist ein Thriller und auch den habe ich mir selbst gekauft. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich irgendwie so ein bisschen gerade in einer Krise in Anführungszeichen stecke, weil ich ja im Moment einfach kein Highlight mehr bekomme, sondern immer nur entweder durchschnittliche Bücher lese oder sogar Flops dabei habe. Und ich dachte, vielleicht muss ich mal so ein bisschen das Genre wieder wechseln und ich habe richtig Bock auf einen rasanten Psychothriller und habe mich dann auf die Suche gemacht, mal bei den Neuheiten, was da so angekündigt wird und was da so ausliegt, weil ich ja gerne Psychothriller mag, wo es wirklich mit Twists einhergeht, wo das gut geplottet ist. Und ja, wo man am Ende so einen Aha-Effekt hat und nur so durch die Seiten rast. Ich bin kein Freund von großen Ermittlerkrimis. Deswegen habe ich mich jetzt hier für Die stumme Patientin von Alex Michaelidis entschieden, denn das klingt genau nach so einem Thriller, der so ein bisschen Psycho ist, der so ein bisschen mit den Gedanken und mit den Lesern spielt. Und hier steht auch, dass es einen schockierenden letzten Twist gibt, der einen nicht mehr loslässt und wo dieser faszinierende Thriller sehr ja, exzellent geschrieben und außerordentlich kunstvoll geplottet. Und das klingt genau danach, was ich mag. Ich lese euch hier auch nochmal den Klappentext zum Inhalt vor. Blutüberströmt hat man die Malerin Alicia Berenson neben ihren geliebten Ehemann gefunden, dem sie fünfmal in den Kopf geschossen hat. Seit Jahren sitzt die Malerin nun in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt und schweigt.
Kein Wort hat sie seit der Nacht des Mordes verloren, lediglich ein Bild gemalt. Fasziniert von ihrem Fall setzt der forensische Psychiater Theo Faber alles daran, Lischer zum Sprechen zu bringen. Doch will der Psychiater wirklich nur herausfinden, was in jener Nacht geschehen ist? Ja, ich finde hier sehr, sehr viele Aspekte total ansprechend. Einmal das mit der psychiatrischen Anstalt, das ist schon so ein Reizwort. Denn dass die Malerin nichts mehr sagt und dieses Bild gezeichnet hat, was dieses Bild aussagt. Und dann dieser Psychiater, der vielleicht nicht nur Gutes im Schilde führt. Also ich finde, da hat einiges Potenzial und ich hoffe, dass mich das sofort packt, wenn ich damit anfange. Das wird auch ein Buch sein, was nicht mehr lange hier liegen wird und ich hoffe, dass mich das so richtig packen kann, damit ich endlich wieder ein Highlight lesen kann. So, das waren die Neuzugänge aus dem Mai. Jetzt kommen wir zu dem Juni. Und bei dem nächsten Buch, da ist das ein bisschen geschumpelt, weil eigentlich ist das im Juli angekommen, aber es sollte im Juni ankommen und ich wollte euch das jetzt gerne in diesem Video zeigen. Also ist das eigentlich geschummelt, aber ist ja auch wurscht. Und zwar ist das auch ein Rezensionsexemplar, nicht direkt von einem Verlag, sondern von einer Agentur, von der Mainwunder Agentur, die halt besondere Bücher hilft zu bewerben und Kampagnen startet zusammen mit Bloggern und Booktubern. Und das hatte ich euch schon mal so angekündigt, dass ich da jetzt auch mitmache und man darf sich dann da aussuchen, mit bei welchen Kampagnen man mitmachen möchte, wenn einem die Bücher zusagen. Und bei diesem Buch bin ich einfach neugierig geworden, weil das wieder eine sehr, sehr spezielle Mischung zu sein scheint. Und da ist dieses Buch bei mir eingezogen. Mengele Zoo von Gerd Nygaardshaug. Das ist ein Norweger. Und dieses Buch ist auch schon sehr, sehr alt, könnte man sagen. Das ist nämlich im Original 1989 erschienen und jetzt erst auf Deutsch verlegt worden, wenn ich das richtig verstehe, aus dem Wiederwerde Verlag. Kannte ich jetzt vorher auch nicht. Ich finde das Cover schon sehr, sehr ansprechend. Und wenn man weiß, um was es geht, hat es auch eine symbolische, ja, Message, könnte man sagen. Und auch der Titel hat ja schon so seine Reize, wo man vielleicht schon irgendwelche Bilder im Kopf hat oder Verknüpfungen. Das ist nämlich ein Öko-Thriller, wo es ja um die Zerstörung des Regenwalds geht, um so ein bisschen um Intrigen, um Rache und um den Schutz der Natur. Und auch hier, weil sich das schwierig zusammenfassen lässt, werde ich es jetzt auch einfach mal vorlesen. Erschreckend war nicht die Nähe des Todes, sondern die Abwesenheit des Lebens. Mino lebt im Regenwald. Sein Vater versorgt die Familie mit dem Fang seltener Schmetterlinge. Doch der Kapitalismus kommt gefährlich nahe. Wälder werden abgeholzt, Ureinwohner massakriert. Eines Tages zerstören die Handlanger einer Ölgesellschaft Minos Dorf und töten seine Familie. Der Junge bleibt allein zurück. Hass- und Rachegedanken werden übermächtig und sind der Beginn einer Reise durch viele Länder. Bald werden Großkonzerne und Politiker vom Terror heimgesucht. Der Überlebende wird zum Täter. Mit raffinierten Morden versucht er, das Bewusstsein der Menschen zu ändern. Kann Terrorismus für das Gute stehen? Ein fesselnder Roman aus der Sicht eines Terroristen. Ja, ich finde, auch hier sind unglaublich viele spannende Punkte daran. Ich bin jetzt nicht eigentlich kein Fan von Polit-Thrillern oder Politik-Thrillern. Kann mir aber vorstellen, dass mich das packt. Erstmal ist es nicht sehr, sehr dick und ist, glaube ich, auch sehr, sehr rasant geschrieben. Und eben dieser Schauplatz des Regenwaldes spricht mich sehr an. Und dann eben dieser Punkt, was ja auch schon fast so eine philosophische Frage ist, ob Terrorismus für etwas Gutes stehen kann, wo auf einmal, ja, das Opfer zum Täter wird, wo man den Jungen von Anfang an miterlebt und ihn wahrscheinlich sympathisch findet und Sympathie gegenüber anbringt und auch Mitleid und dann vielleicht sogar seine Rachegedanken verstehen kann, aber wie er es umsetzt, wahrscheinlich abstoßend findet. Also diesen Zwiespalt, wie der Leser das vielleicht durchlebt, bin ich sehr, sehr gespannt.
Was ich auch toll finde, ist, dass der Autor scheinbar eine lange Zeit auch in Brasilien verbracht hat und in Venezuela, also in den Regenwäldern, und wirklich weiß, wovon er spricht und vielleicht auch eine gewisse Botschaft hier an uns senden möchte. Ja, ich bin gespannt, ob mich das fesseln kann. Das ist vielleicht auch ein kleines Risiko, weil ich sowas in der Art noch nicht gelesen habe, aber ich finde es sehr, sehr faszinierende und aktuelle Thematik, obwohl das Buch schon älter ist. Es ist wohl auch mit mehreren Preisen ausgezeichnet und der Autor ist wohl auch ein sehr, sehr erfolgreicher Autor in Norwegen. Mir sagt er allerdings so jetzt leider nichts. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und auch hier wurde mir einiges mitgeschickt vom Verlag. Und zwar sind das hier so verschiedene Karten mit verschiedenen Schlagwörtern drauf, die mit dem Buch zu tun haben. Ja, finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Werde euch natürlich auch in einer Rezension davon berichten und erzählen, wie mir das gefallen hat. Da auch das wird nicht mehr lange hier liegen, weil es eben auch ein Rezensionsexemplar ist. So, dann kommen wir mal zu etwas, was kein Buch ist, das ich euch aber auch unbedingt zeigen möchte, weil es schon was Buchiges ist und weil ich mich einfach so sehr darüber gefreut habe. Ich habe euch ja in einer Rezension das Buch Der Atem einer anderen Welt vorgestellt, was für mich ja leider ein Flop war. Und ja, ich es auch schon aussortiert habe. Vom Verlag habe ich allerdings nicht nur das Buch zugeschickt bekommen, sondern auch Postkarten mit den Illustrationen aus dem Buch, die auch wirklich sehr, sehr schön sind. Da ich jetzt aber keine großartigen positiven Gefühle mit dem Buch verbinde, hätte ich diese Postkarten weggeschmissen. Ich wusste von Ruth vom Kanal Zwischen tausend Zeilen, dass sie diese Bücher liebt. Und habe sie deswegen gefragt, ob sie diese Postkarten eventuell haben möchte. Und sie hat sie sehr gerne angenommen, denn sie hat auch erzählt, dass in der englischen Ausgabe, die sie hat, gar keine Illustrationen vorkommen, was ich gar nicht wusste. Und dann ja, war ich natürlich umso mehr erfreut, ihr das zusenden zu können. Ja, und dann hat sie mir einfach was zurückgeschickt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe auch gar keine Gegenleistung erwartet. Aber sie hat mir einen total niedlichen Umschlag zurückgesendet, Post geschickt. Und zwar mit einer selbstgemachten Karte, die sehr, sehr sommerlich aussieht. Schon mal die finde ich total süß. Auch mit lieben Worten drin. Und was auch noch mal ein Highlight war, ein selbstgemachtes Lesezeichen. Total süß, so ein bisschen auf Vintage gemacht, finde ich total niedlich. Ich musste es leider ein bisschen kleben, aber also hier oben und hier unten, weil es so ein bisschen aufgegangen ist. Der Kleber hat sich so ein bisschen gelöst, aber sieht gar nicht schlimm aus mit dem Teser. Und es hat hier auch noch so ein Steinchen mit so einer kleinen Blume noch dran. Ja, total süß und total verspielt. Und ich werde das auf jeden Fall ja, benutzen, wenn das zum Buch passt. Das ist ja immer so ein kleiner Tick von mir, dass ich immer die passenden Lesezeichen zu den Büchern aussuche. Das bringt mir Spaß. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen, weil ich mich da so drüber gefreut habe. Und nochmal vielen lieben Dank, Ruth. Das war eine süße Überraschung von dir. Ja, und jetzt haben wir noch mal zwei Rezensionsexemplare aus dem Piper Verlag. Auch hier hatte ich so im Hinterkopf, dass ich auf jeden Fall mal wieder so ein richtiges Highlight haben möchte, aber auch ein Fantasy-Highlight. Das eine, was ich jetzt angefragt habe, ist ein sehr, sehr neues Buch und das andere ist im Grunde eine Fantasy Klassiker, weiß ich nicht, ob man jetzt Klassiker dazu sagen kann, aber auf jeden Fall ein Fantasy-Highlight, was man eigentlich als Fantasy-Fan, als Fantasy-überzeugender Fantasy-Leser eigentlich gelesen haben muss. Und ich habe da schon so viele Leute drüber schwärmen hören. Und deswegen habe ich es mir angefragt, weil es eben jetzt auch in einer Neuauflage erschienen ist. Und zwar rede ich von Kinder des Nebels von Brandon Sanderson. Also ich finde das Cover richtig, richtig cool, die Neuauflage. Also die alte sah auch cool aus, aber das finde ich noch hübscher. Es ist, glaube ich, eine Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Es gibt aber noch irgendwie so Zusatzbände.
Und ja, eine gute Freundin schwärmt davon. Ich höre aber auch viele auf anderen Kanälen davon schwärmen, dass das sehr, sehr gute High-Fantasy sein soll mit einem sehr gut ausgearbeiteten Magiesystem und einer tollen Welt, was auch irgendwie einzigartig ist. Und das spricht mich ja immer sehr, sehr an. Und ich möchte unbedingt mal wieder so ein richtiges Fantasy-Highlight haben, was ich in letzter Zeit vermisse irgendwie. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach eingeschossen. Diese Reihe soll gelesen werden. Ich habe von Brandon Sanderson bisher nur ein Buch gelesen. Das war Der Rhythmatist. Ist allerdings ein Jugendbuch und die Reihe ist noch nicht beendet. Es hat mir damals aber gut gefallen, aber irgendwie schreibt er an dieser Reihe gar nicht weiter. Hab jedenfalls noch nichts gehört, dass es da irgendwas angekündigt wäre. Aber seine bekannteste Reihe ist eben Kinder des Nebels und deswegen möchte ich unbedingt damit anfangen. Auch hier werde ich euch mal den Klappentext vorlesen. Wenn der Nebel Kräfte weckt. Ein roter Himmel, Asche, die das Land bedeckt, und unheimliche Nebel, die aus dem Boden emporsteigen. Die Welt des letzten Reiches ist düster und unheilvoll. Der unsterbliche oberste Herrscher regiert mit eiserner Hand und unterdrückt das Volk der Ska'a als Sklaven. Jede Hoffnung scheint verloren, doch damit will sich Kelsier nicht abfinden. Der junge Ska'a ist einer der sagenumwobenen Nebelgeborenen und verfügt über die magischen Kräfte der Allomantie. Er versammelt eine Gruppe Rebellen um sich, um einen ungeheuerlichen Plan zu verwirklichen, den obersten Herrscher zu stürzen. Ist das letzte Reich vielleicht noch nicht verloren? Ja, ich muss sagen, jetzt vom Klappentext klingt das gar nicht so originell, also dass jemand, also ein Herrscher, das Reich unterdrückt und sich Rebellen nur zusammentun und sich gegen ihn auflehnen, ist jetzt nichts Neues und wird mich jetzt auch nicht unbedingt ansprechen. Na klar, die Nebelgeborenen und die Allomantie, das ist wahrscheinlich dieses Magiesystem, was hier so gut ausgearbeitet wird. Also mich hat hier im Grunde nur gezogen, dass alle davon schwärmen und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu hohe Erwartungen, aber eine Portion Skepsis ist auch mit an Bord. Ich hoffe, dass mich die davon zurückhält, dass ich zu hohe Erwartungen habe. Ja, aber davon erhoffe ich mir trotzdem sehr, sehr viel. Von dem nächsten erhoffe ich mir auch einiges. Das klingt auch nach toller Fantasy und auch das habe ich vom Piper Verlag, wie gesagt, als Rezensionsexemplar erhalten. Und zwar ist das Zeit der Eismonde von Annette E. Schlicht. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, eine deutsche bzw. sogar eine Norddeutsche, die in Hamburg lebt und an einem kleinen Küstenort aufgewachsen ist. Und was mich hier halt angesprochen hat, dass sie wohl nordische Mythologie mit eingebaut hat in ihrem Buch, in ihr Werk hier. Die Tage wurden bereits kürzer und mit der Dunkelheit kam auch die schwarze Kälte. Und eines Tages würde sie bleiben. Wispernde Stimmen in der Dunkelheit, Albträume in der Nacht und grausame Visionen am Tag. Der 17-jährige Owen glaubt, den Verstand zu verlieren. Als ihn eines Nachts ein mysteriöser Fremder aus dem Schlaf reißt und ihn auffordert, unverzüglich mit ihm aus seinem Heimatdorf zu fliehen, fürchtet er, in einem seiner Albträume gefangen zu sein. Aber der Schattenläufer Hayden ist real und genau wie die dunklen Jäger, die Owens Spur aufgenommen haben. Und Owen weiß, wer ihn in die Hände fällt, ist für immer verloren. Ja, das klingt schon etwas nach einem Klappentext, der mich viel mehr angesprochen hat, aber eben auch im Zusammenhang mit diesen eisigen, diesen düsteren Albträumen und eben dieser nordischen Mythologie, die hier verwoben werden soll und dass es eben auch eine Hamburgerin ist. Irgendwie hat mich das angesprochen, so ein bisschen erinnert mich hier unten das Bild auch so ein bisschen an Game of Thrones, an den Wolf mit Jon Schnee. Und ja, seinem Wolfgeist. Mal gucken, ob es, also ich glaube nicht, dass es daran kommt. Ich will auch gar nicht, dass es daran kommt. Also ich will eine eigene Story und kann mir vorstellen, dass das der erste Teil einer Reihe ist. Ja, das waren die Rezensionsexemplare von Piper. Und jetzt habe ich noch ein Buch, ein Geschenk. Und zwar
ist das was ganz Besonderes und ich bin fast vor Freude ausgetickt hier. Und zwar hat mir die liebe Kali vom Kanal Kalis Books schon gesagt, dass sie mir eine kleine Überraschung zusenden möchte, ja, zum bestandenen Bachelor, was auch ja der Grund für die kleine Pause war. Und ja, sie hat wohlgemerkt eine kleine Überraschung. Aber als das jetzt ankam, das war keine kleine, das war eine sehr, sehr große Überraschung. Und ja, ich habe mich riesig gefreut. Zunächst einmal war da eine kleine Postkarte dabei, eine aus Holz, eine Postkarte aus Holz, nämlich von Dobby, die wunderschön ist. Und jetzt, ja, weil das ein kleiner Magnet hier oben auch noch dran ist, klebt die jetzt im Moment immer bei mir am Kühlschrank. Und sie hat darauf auch liebe Worte verfasst und da freue ich mich wirklich sehr darüber. Auch, dass wir uns über eine Leserunde näher kennengelernt haben und dass wir demnächst wieder eine Leserunde zusammen veranstalten, freue ich mich. Ja, wieder eine zu zweit, was immer sehr, sehr intensiv und wirklich schön ist. Dann hat sie mir passend zum letzten Buch, was wir gelesen haben, ein Notizbuch dazu gepackt. Nämlich so ein Zirkus-Notizbuch. Wir haben ja, wie hieß es noch, das Buch der vergessenen Artisten zusammen gelesen. Und weil wir eben halt diese Faszination und Liebe zum Zirkus als, ja, als Schauplatz in Büchern so teilen, haben wir dieses Buch zusammen gelesen. Und ja, da war das natürlich ein schöner Hinweis dazu. Und jetzt kommt die Riesenüberraschung. Überraschung. Wir teilen ja auch die Liebe und Leidenschaft zu Harry Potter und ja, haben uns auch über die verschiedenen Ausgaben unterhalten, die wir bei uns zu Hause haben und auch über die illustrierte Ausgabe. Und ja, dass wir uns die beide auf jeden Fall nach und nach zulegen möchten. Und ich glaube, sie hat schon alle. Und ich hatte gesagt, dass ich bisher nur den ersten Band habe und schaut mal, was hier angekommen ist. Der zweite Teil in dieser wunderschönen Ausgabe, diese illustrierte Ausgabe, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, einfach ein Schätzchen. Es ist noch eingeschweißt, weil ich einfach, wenn ich es mir angucke, dann will ich es auch konsumieren und lesen. Und ich habe tatsächlich mich immer davon ferngehalten, ja, durch das Innere schon durchzublättern, dass ich die Illustrationen wirklich mich überraschen können, weil die einfach so grandios sind, schon im ersten Teil gewesen sind. Und ich möchte nicht einfach nur so durchblättern, sondern ja, mich irgendwie verzaubern lassen und mir die Zeit dafür nehmen, die zu entdecken, die neu zu entdecken. Und deswegen ist das noch eingeschweißt, was natürlich nicht so ganz einfach ist. Am liebsten würde ich es aufreißen und sofort lesen. Aber ich würde, wie es immer so ist, gerne wieder von vorne anfangen mit dem ersten. Das dritte möchte ich mir auch sehr, sehr gerne noch zulegen. Ja, das wird auf jeden Fall einziehen. Und in diesem Jahr erscheint ja dann auch endlich der vierte als illustrierte Ausgabe im Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, oder auf jeden Fall im Herbst. Also vielen lieben Dank nochmal an Kali für dieses, ja, für die letzte Überraschung, falls ich das nicht schon gesagt habe, dir persönlich ja auf jeden Fall, aber hier auch nochmal. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Neuzugänge-Video gefallen. Schreibt mir gerne, wenn ihr eins dieser Bücher schon kennt und euch sie gefallen haben oder nicht gefallen haben, was ich zuerst lesen soll, wie ich daran gehen soll. Und ja, das würde mich sehr motivieren, wenn ihr mir dazu irgendwas schreibt. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, was bei euch so in letzter Zeit eingezogen ist, ob viel oder wenig. Und ja, lasst uns wieder so ein bisschen in Austausch treten. Ich freue mich jetzt wieder, ja, ein bisschen regelmäßiger Videos drehen zu können und werde jetzt im Anschluss auch noch ein, zwei Videos vorproduzieren. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.